Hi, ich bin Dobsche, Erfinder des multifunktionalen Outdoor-Gürtels ThinkBelt. Das Besondere am ThinkBelt ist ein doppeltes, zweifarbiges Gurtband. So lassen sich alle farbigen Wechselgurte des ThinkBelt auf schwarz wenden. Das Beste am neuartigen Gürtelprinzip sind aber die unzähligen Anwendungen, die ermöglicht werden. Sitzgurt, Schnurstativ, Baumschlinge, Holztragegurt, Trainingsgurt, Notfallrucksack, Armschlinge, Stammtragegurt, Massagegurt, Nackentragegurt. Ich war vor ein paar Jahren unzufrieden mit meinem Leben. Dann habe ich meinen Job, meine Wohnung, alle Versicherungen gekündigt, mein Zeug eingelagert, mir eine Reiseversicherung geholt und bin vom nördlichsten zum südlichsten Punkt des europäischen Festlands gewandert. Mit dabei ein früher Prototyp meiner ThinkBelt. Und mir sind unterwegs so viele Anwendungsmöglichkeiten eingefallen, dass langsam die Idee reifte, ein Unternehmen zu gründen. Boah, das ist schwierig. Ich denke, beim Gründen geht es generell darum, ständig Hürden zu überwinden, neue Wege zu finden, Möglichkeiten aufzutun und Probleme zu lösen. Was wirklich bremst, ist der viele Papierkram, die Verordnungen, Gesetze, boah, da gibt's so viel. Und während Corona war es halt nicht ganz einfach, an die Hersteller ranzugehen, weil es keine Messen gab. Aber an Hersteller ranzutreten funktioniert am besten über Messen. Wenn ich da anrufe und sage, hallo, mein Name ist Dobsche, ich habe einen Gürtel erfunden, das funktioniert nicht so richtig gut. Die ersten Absicherungen meines Unternehmens waren Patentanmeldung und Markeneintragung. Versicherung für mein Unternehmen habe ich noch keine abgeschlossen, aber das geht jetzt bald los. Da werde ich wohl mal bei HDI anrufen. Ich habe mich noch nicht beraten lassen, aber eine Versicherung für mein Warenlager und eine Produkthaftpflicht erscheinen mir sehr sinnvoll und eine Rechtsschutzversicherung für Patent- und Markenrecht wohl auch. Zur Versicherung beraten lasse ich mich am liebsten von einem netten Menschen, der daneben Büro hat. Da kann ich mal anrufen oder hingehen, wenn ich ein Problem oder eine Frage habe. Privat habe ich die üblichen Versicherungen Hausrat, Haftpflicht, Kfz und eine Zahnzusatzversicherung. Für die Zukunft meines Unternehmens wünsche ich mir, den ThinkBelt auf dem Automarkt zu etablieren. Gibt es schon eine Immer-Schokolade-im-Büro-Versicherung?